Robert, endlich strahlende Gesichter nach einem Auswärtsspiel, 2:0 geführt, sogar mal über die Zeit gebracht und gleich dein erstes Tor. Und das beim Schnee, ist heute Weihnachten? Ja, vom Wetter her war gefühlt Weihnachten. Waren sicherlich keine einfachen Bedingungen, aber wir haben uns dem sehr gut angepasst. Haben das gespielt, was man auf dem Boden spielen muss. Nach vorne haben wir ganz gefährlich gespielt, hatten sehr, sehr viele gute Chancen, wo wir noch ein, zwei Tore mehr machen müssen, um letztendlich dann den Sack richtig zuzumachen. Aber haben einen Doppelpack gemacht in der Anfangsphase des Spiels, was sehr wichtig war, hat Sicherheit gegeben. Haben hinten sehr resolut und konsequent gestanden, haben alle sehr gut verteidigt. War ein guter Mannschaftserfolg heute. Viele haben vor dem Spiel gesagt, Mensch, schneebedeckter Boden, dann wird es viele lange Bälle geben. Das war im Gegenteil der Fall. Beide Mannschaften haben versucht, schnell und sicher und flach auch zu kombinieren. Uns ist das viel besser gelungen. Letztendlich eine Runde leiden. Ja, na klar, auf dem Boden ist das Kurzpassspiel, leidet natürlich darunter. Insbesondere nach vorne muss man das aber trotzdem anwenden, weil da bringt der lange Ball auch nicht viel. Wie gesagt, die Jungs haben alle sehr, sehr gut gearbeitet, viel gelaufen, haben das sehr gut angenommen, haben auch endlich mal die Chancen dann gemacht. Zum Schluss noch eins mehr, dann wäre es noch ein bisschen ruhiger geworden. Aber wir haben jetzt, glaube ich, das dritte, vierte Mal in Folge zu Null gespielt und haben uns heute den Sieg auch redlich verdient. Wir sind alle sehr, sehr froh über den Auswärtsreihe, vor allen Dingen, weil die Fahrt Dienstagabend unter Haching, ne? Wir wollten ungern wieder zurückfahren, ohne gespielt zu haben. Umso erfreulicher heute, dass es so ausgegangen ist. Was heißt jetzt, wird es für eine Rückfahrt werden? Freudige Gesichter, angenehmes Gefühl vorgelegt zu haben, weil wir jetzt die meisten Spiele da unten haben. Und ja, wenn wir das bestätigen können, was wir heute gespielt haben, können wir auch in Darmstadt gewinnen. Und daran müssen wir anknüpfen.